Damit willkommen zurück hier. Morgen sind noch wie Red Dead Redemption 2. Ich war gerade angeln, hab die Fische gespendet. Natürlich ist die Ehre wieder etwas hochgegangen. Das bedeutet, in dieser Folge müssen wieder mindestens ein paar Unschuldige sterben. Aber wir werden erstmal hier der Quest nachgehen. It's funny. Was ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring, Arthur. Yep. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers. In an ever duller world of facts. Now I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a trick around here. I reckon it's full of fish. Na dann. Jetzt machen wir irgendwas mit ihm, keine Ahnung, wer er ist. Wir können ja leider nicht das Log einfach übernehmen und sagen, wir sind jetzt der Boss. Machen jetzt einfach so, wir haben ja dieses Messer. Ich glaube, niemand würde sich darüber beschweren. Könnte sogar seine Waffen nehmen. Na gut, wir halten uns mal strikt ans Drehbuch. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein paar Opfer. Ein paar Unschuldige. Ich war also frei und habe das Lager mit Fisch versorgt. Wir könnten aber, denn ich habe gesehen. Jetzt nervt mich nicht. Gesehen. Wir sind unterernährt. Ich wollte jetzt gerade gucken, wo die Suppe gekocht wird, aber ich glaube, die ist jetzt noch gar nicht fertig. Mal kurz rüber. Der schläft noch. Wir müssen ganz dringend was essen. Nicht, dass ich ja noch vom Stamm falle. Ausruhen? Nee. Na gut, dann müssen wir erstmal einen Apfel essen oder so. Oder hier haben wir noch unser Brot, ein Stück Käse. Jam, jam, jam. Komm. Gönnen wir uns noch, was haben wir hier? Gesalztes Rindfleisch. Das würde ich mir erstmal noch sparen. Gesalztes Wildfleisch. Süße Aprikosen. Noch ein wenig Kompott. Dessert, Nachtisch, wie auch immer. Und jetzt geht es los hier. Ich habe immer noch nicht gecheckt, was da hinten drauf ist und ob das am Anfang auch schon drauf war. So, na gut. Ja, Jungs und Mädels. Wollen wir jetzt umreiten oder was? Just fish here. There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, it was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. Now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. But we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Komm, wir trinken dich mal ab, wir trinken dich mal runter. Na, geht nicht. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but... No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Na klar, ich habe bloß ein Kopfgeld von $50, du Nuss. Hm.
bin bestimmt der Einzige, der ein Kopfgeld hat. So, wo sind eigentlich Cops? Dann werden wir gleich mal sehen, wie das in Anführungsstrichen das Polizeiauto aussieht. Ach, hier ist das ein Gefangenentransport. Let's see if we can't sort this out. Well, well, look who it is. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss. Stay with that train. Don't let them get away. Hier ist gerade jemand runtergesprungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Yeah. Ja, sorry, Bibi kann nicht schneiden. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Warum nutzt mir keine Decknamen? Please, my neck is on the line here. I get it, I'm doing my best. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No! Did I not say that? You said plenty. Goddamn cowards, hide behind that man! Idiot! Now get after the others, come on! The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Get to the side of the train. Welche Mütze sind? Links, rechts? Okay, die hier drüben. Los, Bibi, gib alles. Ach, bist du da vorher noch? Nee. Ja. Ey, ich habe mir vorher die Haare mit Pomade eingeschmiert, also bitte nicht die Haare. Nicht das Gesicht. So, hello there. Komm, ich will auch mal so einen Zug fahren. Das wird so nichts. Weiß nicht, darf ich ihn auf die Beine schießen? Irgendwann ist der Zug eh zu Ende, Jungs. Ich weiß nicht, wohin wird. Na, okay. Zack, easy. Zum Glück hat mir gleich das Lassen in der Hand. Das lief doch richtig gut. Ich bin so ein guter Cop. Sieht aus wie eine Frau, die da rennt. No, nicht ein Messer. We need to bother. Let me go. I can't do that. I'll break you in two. Just don't kill it. Ja, ja, don't kill him, bist du bescheuert? Bam, hier gibt's eine ordentliche Rakete, mein Freund. Bam. Au. Au. Arsch. Bam, in your face. Au. Schön abgefangen. So. Du? Yes. Ach, du Arsch, hast die Tür zugemacht. I think he's dead. I think I won the fight. Oh, just about. Oh yeah.
Ach, jetzt muss ich. Warum helfen jetzt nicht? Ich hoffe, da gibt es noch einen Haken dran. Wieso helfen jetzt den Cops? Ich sehe auf jeden Fall nicht so gut aus. Doch ein paar Treffer kassiert. Ah, die Haare sitzen noch. Könnte ich ihn einfach runterschmeißen? Nee, das ist nicht Him. Das ist irgendein Gangster. Kann ich den auch auf dein Pferd tun? Schade. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Also nervt mich nicht sonst. What about the others? Oh, we'll round them up. So, wo sind wir? You're the boss. Wo reiten wir denn hin? That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Gut, also zwei Großfamilien, die Grays und die anderen halt. Ja, ich bin doch einfach bloß hinter dir. Theoretisch. Die dürfen keine Waffen nutzen in Rhodes. Aber, achso, Unruhestiftung hier. Ich wollte gerade sagen, wir können eigentlich boxen. Boxen funktioniert eigentlich relativ gut. Vielleicht gibt es noch irgendwo Kämpfe. Was ist denn hier los? Voll am Chillen. Gutes Pferd. Waren wir schon. Kennen wir schon. Okay, was gibt's da? Oh je. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Er steht oben dran, dann für den Tipp. So. Es wäre halt ganz cool, wenn jetzt das Kopfgeld so durch so eine Mission nicht ins loskriegen würden. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. No more trouble from you, partner. I promise you, this was all okay, jetzt check ich das mal. However, I want to thank you from the bottom of my... Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old timers, who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. The bow? These better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan. The edge of town, behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, falling out, rebel gold, marrying cousins, not marrying... Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard...
about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some sense. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Ich hab keinen Bock. I'll need to relax someplace. Fair enough. It looks like it's you and me, old man. Viel Spaß, denn wir müssen nochmal zur Post. Aber bei der Post ist irgendwas für uns hinterlegt. So, wahrscheinlich für den Sauhirtner. Natürlich wieder in Bronze. Wir sind echt zu mies. Wir sind so richtig kacke. So, woran lag es jetzt? Schlage Anderson bewusstlos ohne. Achso, okay. Fangen und bringe Anderson an der Zeit. Fangen wir Dutch und ein Fisch. Gut, damit eigentlich nichts verpasst. Gemischtwarenladen. Was haben wir hier? Das Hotel. Wo ist die Post? Sheriff? Ich glaube, da hinten müsste die Post sein. Office. Bescheuert. Okay, wir sind mal auf die Ah, da gibt es einen Esel. Ich hätte gerne einen Esel als Pferd. So, jetzt geil. Weil die Post ist hier hinten, du Trottel. So, setzen wir uns da mal noch die Markierung, denn wir schauen uns mal gemeinsam an. Die können wir wegnehmen. Das war nur für Rhodes, damit ich Rhodes finde. So. Da lang. Und zwar schön im Austausch. Aber wir können erst nochmal beim Waffenladen vorbeigehen. Vielleicht hat er ja das Rezept für die Giftpfeile, die wir für den Wolf brauchen. Den wir in einer der letzten Folgen, was war die letzte Folge? Wir sehen dann. Ja, nicht so viel Information. Ja, Munition. Gucken wir da auch mal. Revolver. Repetier, Pistole, Pfeile, das sind nur die normalen. Schade eigentlich, und gibt es hier irgendwo die Rezepte, kann man die kaufen? Verbesserte Patronen kann, mehr Munition, verbesserte Holz und bringt die Abnutzung oder Waffen darauf dann 20%. Ich habe eigentlich zu viel Kohle. Aber ich weiß nicht. Kannst du bitte aufhören, nebenbei mit mir zu reden? Das war wirklich. Ich würde sagen, wir kaufen es einfach mal alles. Zack. Und das. Und das. So. Da ist wieder ein bisschen Kohle weg. Pfeile. Machen wir gleich mal. Ziemlich voll zumindest. Oh, hier. Jagdmunition. Nerv nicht. Mein Gott. Um die Fälle nicht so zu zerstören. Schade, es gibt keine Giftpfeile, scheint auch keine Munitionsrezepte zu geben. Oder Blaupausen, wie auch immer man es nennen mag. Nee. Ich habe noch das Warmintgewehr müssen auf jeden Fall irgendwie mal noch kaufen, weil wir müssen damit irgend so eine Jagdquest machen. Ein paar Tiere halt damit zu schießen. Ich glaube, wir nehmen es einfach gleich mit. Dann kann ich es nebenbei noch ein wenig machen. Das Ding lassen wir natürlich original. So, zack. Und dann gehen wir zur Post, glaube ich. Da steht jetzt nichts von irgendwelchen Blaupausen. So, jetzt sind wir fix zur Post. Jawohl, gleich direkt über das Geländer, so machen wir das. So, hier haben wir die Bank. Wir könnten natürlich auch mal nach dem Valentine vielleicht der nächsten Folge rein und die Bank ausrauben. Na, mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir erstmal noch zur Post. In einigen Geschäften, ja, ja. Okay.
Wissen wir dürfen aber nicht. Ja, das wissen wir auch, dürfen wir aber nicht. Sonst sagt das Spiel, du Arsch. So, zu Mr. Postman. Komm, hier, wir wollen zu Fahrtkopf gehen. Habe ich keine Post? Warum habe ich keine Post? Das war doch ein Ausrufezeichen gerade da. Okay, die Information zum Gewehr. Wahrscheinlich hätten wir es eh irgendwann gekriegt, aber ich möchte das gleich haben. So, jetzt nochmal auf die Karte. Und zwar. Es scheint noch keine Post da zu sein. Ja gut, dann habt ihr mich voll unnötig bisher begleitet. So, Saloon macht glaube ich erst nachts auf, deswegen ist er Schloss. Waffenladen, Zeitungsjunge, Schlachter. Gut. Dort haben wir dann die Grace. Ansonsten haben wir aktuell keine Quests. Ich glaube, dass ein E60 durchkommt. Wir werden in der nächsten Folge mal versuchen, Valentine die Bank auszurauben. Das kann ja bloß schief gehen oder es funktioniert halt. Also vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.